So, ihr Lieben, diesmal bin ich am Raiderstand zufällig gelandet und jetzt haben wir hier einmal die Antje Barth. Ja? Hallo, Michi. Hallo. Und dann haben wir den Michel hier. Hi. Beide Langhantel-Spezialistin, aber wir beziehen uns jetzt hauptsächlich erstmal, Ladies First, auf unsere Antje. Antje, du machst nämlich ganz viel Spezielles, nichts mit Bodybuilding zu tun, nichts mit, doch mit Kraftwerk schon, also du bist die Langhantel-Expertin sozusagen. Und vorab will ich schon mal sagen, wir haben jetzt schon verabredet, dass in Zukunft ein Video nochmal extra kommt mit der Antje, wo sie euch noch ganz andere Sachen, eine Athletin oder ganz andere Sachen euch zeigt. Aber heute erzähl das mal, was verstehe ich unter Langhantel-Expertin? Also die Langhantel-Expertin, ich unterrichte olympisches Gewichtheben, beziehungsweise mein Training bezieht sich auf Maximalkrafttraining und Schnellkrafttraining. Also alle Leute, die stärker werden wollen, die ihr Gewichtheben als Basis für ihre Sportart verwenden wollen, die trainieren mit mir. Also zum Beispiel auch Bodybuilder können von mir profitieren, weil natürlich die Gewichtheber auch viele Grundübungen trainieren, die auch ein Bodybuilder macht. Ne? So tiefe Kniebeuge, Frontquads, Backsquats, Nackendrücken und so weiter. Also das sind auch ganz typische Übungen, die halt ein Gewichtheber macht. Ja, cool. Also, und wie lange machst du das jetzt schon? Machst du auch Wettkämpfe? Ja, ich mache auch Wettkämpfe. Also ich habe mehr als 10 Jahre Wettkampferfahrung in Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga. Super, ja, habe auch an internationalen Wettkämpfen schon teilgenommen, mehrfache deutsche Meisterschaften, auch Medaillen errungen. Ja. Ja. Cool, dann weißt du auch so, dann kennst du dich aus in der Materie, würde ich sagen. Genau, also ich gehe davon aus, dass ich mich damit auskenne, aber nichtsdestotrotz, ich habe auch Sport studiert, habe da quasi auch entsprechende Fachkompetenz. Ja. Okidoki, also keine Blonde in diesem Sinne. Antje, hast du mal Lust, uns spontan hier was zu zeigen? Ich meine, wir haben jetzt den Langhantel hier liegen. Ich weiß, das Outfit, bist du da flexibel? Kannst du dir mal irgendwas zurechtzaubern? Oder? Für die Langhantel bin ich immer bereit. Ich mache mich so. Mal kurz frei. Oh, so schnell geht das? Natürlich. Guck mal. Michel, hast du auch sowas drunter? Warte mal. Also das nenne ich spontan. Das ist mal spontan. So, die Schuhe, das hätte mich jetzt auch gewundert, hätten wir die angelassen. Ja. Sehr cool. Aha. Das ist einfach mit den Schuhen zu heben, weil man einfach einen viel stabileren Stand hat. Okay. Und ja, mit den Absätzen kann ich mir vorstellen, ist das schlecht. Genau. Und natürlich, man kommt auch besser in die tiefe Hocke, ne? Was ja fürs Gewichtheben sehr, sehr wichtig ist. Ich habe eine kurze Frage dazu. Ja? Gilt das denn auch für Leute, die genauso unbeweglich sind wie Michi jetzt in der Hüfte? Also nützen da so eine Schuhe überhaupt was? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall bringen die was. Weil du einfach viel stabiler bist, den Rücken besser gerade machen kannst. Und gerade wenn man jetzt verkürzte Sehnen schon hat, dann ist es auf jeden Fall auch eine deutliche Erleichterung. Danke, Michelle, dass du mich so gut kennst. Man sieht mir die Unbeweglichkeit also an, dass ich nur ein Pumper bin. Natürlich ist es auch aus orthopädischer Sicht einfach viel, viel praktischer, weil man sieht das ja auch ganz häufig so im Fitnessstudio, dass sich die Leute einfach auf kleine Scheiben stellen und dadurch natürlich das Skelett des Fußes total drunter leidet. Genau, das sage ich den Leuten auch immer. Nimmt die Scheiben unterweg, ja? Genau. Dann seid ihr einfach verkürzt, dann solltet ihr aber vielleicht mal ein bisschen dehnen. Ne? Das kommt noch dazu. Also, genau. Oder den Gewichtshebergürtel machen die auch immer um, ja? Bei schweren Kniebeugen, den lassen sie dann drum. Das heißt, die Rückenmuskulatur können sie ja nie stärken, weil sie ständig den Gürtel umhaben. Auch so ein Ding, ne? Genau. Okay, Antje, was zeigst du uns jetzt? Ja, was wollt ihr sehen? Was wollen wir sehen? Das ganze Repertoire. Das heißt, erstmal Kreuzheben oder Stoßen, einfach, Reißen? Genau, lass uns doch einfach mit was Dynamischem anfangen, was so ein bisschen Gewichtheber-spezifisch ist. Ich kann euch mal ein Power Clean zeigen, also das sogenannte Umsetzen in den Stand. Michel, kennst du das schon mal gehört? Selbstverständlich. Also bis aufs Reißen bin ich auch mit den meisten Sachen vertraut. Die traue ich mir auch selber zu unterrichten, trainieren schon länger. Natürlich nur beim Reißen, da muss ich dann selber offen und ehrlich zugeben, da bräuchte ich dann auch nochmal eine Langhantel-Expertin, aber ansonsten alles Sachen, die mir wohlaus bekannt sind. Ja, du bist absolut da auch im Thema. Ne? Ja, würde ich sagen. Ja. Doch. Du bist auch bekannt. Okay, ja. Dann, aber kurz dann, ich gehe zur Seite, bitte. Die Bühne hört dir. Sehr schön anzusehen. Ja. Das sieht doch schon mal nett aus, würde ich sagen. Applaus, super gemacht. Also man sieht, dass du es nicht das erste Mal machst. Sah sehr professionell aus. Und das war jetzt eine Übung von vielen, genau, die man machen kann. Genau, und um seine Schnellkraft zum Beispiel zu entwickeln.
Ja, also absolut für jeden Bodybuilder auch geeignet. Und mehr sehen wir, haben wir gerade schon verabredet gehabt, wir machen ein extra Video mit der Antje. Das wird demnächst auch bei Muscle Video zu sehen sein und da könnt ihr auf viel mehr und viel schönere Sachen noch gespannt sein. Und Antje, ich danke dir erstmal. Ich habe zu danken. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der FIBO. Und Michelle, auch. Dir auch. Erstmal danke, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne, gerne. Viel Spaß und dann sehen wir uns beim Training und alles Gute bis dahin. Ja. Okay. Ciao. Tschüss. Okay, I'll do it. You don't got a video of this. Okay, I'll do it.